Hallo bei The Long Dark und hier ist es wirklich gerade sehr dark. Ich sehe irgendwie fast gar nichts, was daran liegt, dass es dunkel ist und also nicht nur The Long Dark, sondern auch hier um mich herum, abgesehen von der Softbox, die gerade mega hell ist. Also wir sind gerade, also ich bin gerade sehr aktuell. Also wenn ihr das Video seht, habe ich das einen Tag später aufgenommen. Heute ist Montag und das kommt am Dienstag raus. Also sind wir langsam wieder, ne? Wir sind, es ist nicht mehr vorproduziert. Ich sehe wirklich gar nichts. Das ist wirklich gut. Nicht so. Haben wir. Ach so, ist nicht, okay, wir haben auch gar nicht so viel Tageslicht mehr übrig. So, aufgepasst. Das ist nämlich jetzt nach, ich mache mal kurz diesen, nach Halloween. Also nach diesem Halloween-Event spiele ich gerade und weil ich habe ja vorproduziert und nach dem Vorproduzieren noch das Halloween-Event gespielt, also alles ein wenig durcheinander. Und ja, jetzt bin ich wieder da zu Hause und muss oder will jetzt wieder aufnehmen. Und ich habe gerade in den Halloween-Spielstand reingeguckt und musste feststellen, dass man alles behält. Man behält den Kuchen und ich habe sogar, ich bin, oh Gott, ich sehe wirklich nichts. Das ist ja großer, großer Traum. Meine. Oh, guckt mal! Oh mein Gott! Hier steht ein Kürbiskuchen. Wo kommt der her? Ich sehe, da unten liegt was. Oh. Also, wartet mal. Ganz kurz. Ganz kurz. Ganz kurz. Kürbiskuchen? Wollt ihr mich verarschen? Really? Was? Lag dieses Gewehr schon die Oh, ganze Zeit thank hier? you. Und Anna sagt, thank you. Das ist ja cool. Ich glaube, die haben neue Samples eingesprochen, die Leute. Das habe ich, glaube ich, schon erzählt. Sag mal, was ist denn das für ein Anfang? Ich wollte was ganz anderes machen und nicht nur. Lag das Gewehr die ganze Zeit da? Ich wollte gerade erzählen, dass ich so selbst. Also, ich bin verwirrt. Hilfe! Und ich will kein Öl verschwenden eigentlich. Eigentlich will ich kein Öl verschwenden und ich weiß aber nicht, was ich sonst machen soll. Wer mit Dunkelheit? Warum wir jetzt auch immer Dunkelheit haben? Weil ich war mir sehr sicher, dass wir eigentlich raus wollten. Und da war es nicht dunkel. Was ist denn hier los? Ist alles ein bisschen durcheinander gekommen wegen dem. Wegen dem. Wir haben zwei Bücher? Ach so, nee, das können wir. Können wir noch forschen? Wir können noch forschen. Wir können noch forschen. Wann haben wir die erfunden? Es tut mir leid, ich kann mich gerade an gar nichts erinnern. Was ist gerade alles sehr verwirrend? Wartet mal. Es ist alles gerade verwirrend. Also jetzt mal ganz kurz. Also, um die Sachlage zu beenden jetzt. Also passt auf. Ich war in dem Halloween. Ich mache kurz diesen in den Halloween-Spielstand und man behält die Sache. Man behält den Kürbiskuchen und man behält. Ich habe sogar eine Schokoriegel gefunden in dem anderen Spielstand. Die lagen vor der Tür. Also Oles Amiga hat erzählt, er hat sogar die Schritte gehört, wie man die Schritte hört, dass jemand da was hinlegt. Super creepy. So, und dann war ich in diesem Spielstand hier, bin hier reingegangen und wollte einfach nur gucken, ob irgendwo hier was liegt. Also ob hier ein Kürbis ist und wäre da was gewesen, dann hätte ich das aufgenommen und hätte gesagt, oh, guck mal hier unser Spielstand, unser Stalker-Spielstand von der Sandbox und dann hätte ich es geholt. Aber anstatt habe ich alles übersehen und lag dieses, das Gewehr lag dann. Ich bin mir mehr als sicher, dass wir da unter dieses Bett geguckt haben. Aber warum sollte denn jetzt auf einmal da ein Gewehr liegen? So. Und seit wann haben wir diese Bücher? Und überhaupt? Wir haben ein Gewehr. Das sogar gar nicht. Wir haben ein Gewehr. Wir haben ein Gewehr. Jetzt können wir loslegen. Jetzt geht's. Oh, ab geht die Post. So, wir müssen gucken. Wir haben Cracker und wir haben Fleisch. Das ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich würde das Fleisch zuerst essen. Dieser Kuchen, der ist Bombe. Weil, ne, der ist zwar nicht mehr heiß, aber der hat krasse Kalorien und der stößt Wildtiere ab. So, passt auf. Ich trinke jetzt und schlafe. Und dann, ich wollte eigentlich, oh Gott, völlig verwirrt. Was für eine verwirrende Aufnahme. Das ist irgendwie immer so, wenn ich wieder anfange zu spielen. Ich esse jetzt das ganze Reh. Bin mal mutig. 10 Stunden Dunkelheit, gut. Eigentlich, die Seewölfin meinte, ich habe falsch geguckt in der Halle. Achso, ich bin erholt. Das ist ja mal was Neues, dass wir erholt sind. Wir sind ausgehungert und
erholt. Das ist kacke und ich will nicht warten. Wisst ihr, was wir dann machen? Wir können jetzt können wir forschen. Jetzt geht's los. Haben wir schon? Haben wir das angefangen? Forschen, 2 von Stunden. Zwei von 5 Stunden. Die meinte nämlich, dass da noch. Es ist zu dunkel zum Lesen. Ach ja, da war ja was. Aber dafür möchte ich ehrlich gesagt nicht. Warte mal. Laterne? Sondern. Oh nee, das ist die Waffe, die will ich nicht. Laternchen? Da funktioniert hier irgendwas heute oder auch nicht? Also, wenn. Also, Laterne? Hä? Ich möchte den Aktenschrank nicht durchsuchen. Ich möchte, dass die Laterne angeht. Kann mir jemand verraten, warum die Laterne nicht angeht? Ist die alle? Ach, die ist alle. Na, sagte doch, kein Lampenöl verfügbar. Das ist noch besser. Haben wir keinen. Wir haben doch noch. Oh Gott, jetzt müssen wir. Es ist auch gar nicht durcheinander gerade. Oh Gott, ey, wartet mal kurz. Jetzt muss ich mich. Wo kommen wir denn hier durch? Hier war doch. Wo habe ich denn das Öl? War das hier drin? Das war nicht hier drin. Schade aber auch. Da war die Mütze drin, die ich nicht wegschmeißen will. Keine Gegenstände im Behälter. Okay, dann vielleicht hier drüben. Ja, hier drüben. Das ist sehr gut. So. Und die meinte nämlich, die gute Wölfin, dass ich jetzt endlich mal. Ich muss mal irgendwie auf den Punkt kommen hier. Dass ich falsch gesucht habe in der Halle, den falschen Sims abgesucht habe. Und jetzt müssen wir gucken, warum wir da falsch gesucht haben. Und wo wir da falsch gesucht haben. Darf ich sagen, dass die Lampe immer noch nicht funktioniert? Ich habe sie aufgefüllt, aber sie funktioniert immer noch nicht. Aber jetzt kann ich ja den Kanister wieder reinschmeißen. Würde mich irgendwie veräppeln hier, die Lampe, oder? Was ist denn das für ein Trick gerade hier? Ich kann nicht mal durchschalten. Ich sehe das ja, dass ich die Lampe noch in der Hand habe. So, ablegen. Jetzt finde ich bestimmt die Lampe nicht mehr. Ich halte immer noch die Lampe in der Hand. Oh, I need to find food. Ich möchte ja nichts sagen, aber. Also, abgesehen davon, dass ich auch nichts sehe. Immer noch nicht. Ich wollte eigentlich runter und uns Feuer machen. Dass wir lesen können. Ich gehe jetzt einfach mal runter. Und deswegen hatte ich Hoffnung, dass wir da vielleicht die Waffe finden, aber unter den Umständen, dass wir jetzt. Die Waffe war vorher nicht unterm Bett. Hier ist die Feuertonne. Huh, ich sehe wirklich gar nichts. Nee, die Bücher will ich nicht verbrennen. Stöcker. Wartet, wartet. Ist ja die Erfolgschance, dass mir unten ein bisschen Schnurz. Hauptsache, wir haben irgendwann ein Feuer. Wir haben ja hier nicht Not an Mann. Was ist mit der Lampe los? Die Lampe geht nicht. Also die ging doch gerade noch. Was ist denn da los? Ist die kaputt? Ist die zu kaputt vielleicht? Wartet, wir gucken gleich mal. Wir gucken gleich mal. Okay. Das hätte ich mir auch denken können. Aber ich versuche es nochmal. Ja, und deswegen dachte ich, vielleicht finden wir da die Waffe, wo auch immer da ist. Aber jetzt, Come on, little fire. Ich bin durch. Warum liegt denn da? Warum lag denn da eine Waffe? Und wir haben sie nicht gefunden. Warum? Wir haben doch da. Ich habe da drunter geguckt. Ich habe da sogar mehrmals drunter geguckt. Und wäre da was gewesen, hättet ihr mich, glaube ich, oder ja, darauf hingewiesen, dass da was wäre. Ich kann jetzt auch besser reagieren auf eure Kommentare. Oh, guck mal. Perfekt. Ja. Ach so, gut. Brennstoff hinzufügen. Wir brauchen mal ein bisschen mehr. So, jetzt wartet mal, diese Lampe, die. Wir nehmen mal ein bisschen. Brauchen ein bisschen länger. Einfach nur, dass wir 2 Stunden 27, dass wir das Buch besser lesen können. Welches wollten wir denn jetzt lesen? Das hier? Machen wir eine Stunde. So, sehr gut. Ist noch eine Stunde. Ach, kommt. Wir haben hier noch Altholz. Wird zwar dezent warm hier drin, aber alt.
All kein Problem. So, eine Stunde noch. Ja, jetzt haben wir zwar wieder Hunger. War ja klar. Aber darauf kann ich jetzt... Obwohl, wir haben ja jetzt einmal Kürbiskuchen. Und vielleicht sollte ich die Sachen mal ablegen. Ich glaube, in der Tasche die Essenssachen zu behalten, ist immer nicht so die beste Idee. Ich glaube, dann nutzen die sich schneller ab. Wurde mir mal gesagt in den Kommentaren. Wir forschen nochmal. Ach so, ja. Ach ja. Ja, Anna, stimmt. Dann kümmere ich mich mal um die Lampe. Ich habe schon wieder alt vergessen, das ist gut. Lampe. Die Lampe, die ich nicht mehr in der Hand habe, weil ich sie ja abgelegt habe, aber ich habe die Lampe noch in der Hand. Ich möchte euch sagen, dass nicht mal... Also, was stimmt hier gerade nicht? Ich kann nicht mal die Waffe in der Hand nehmen. Ich möchte ja nicht sagen, dass hier was verbuggt ist, aber ich glaube, hier ist was verbuggt. Wisst ihr, was wir mal machen? Passt mal. Obwohl. Haben wir schon gespeichert irgendwo? Wir haben geschlafen, ne? Passt auf. Kein Problem. Let's go. Laden wir das Spiel einfach nochmal neu. Irgendwas ist gerade hier nicht richtig. So, Sandbox, guckt hier. Da, den haben wir noch. Können wir machen, was doch immer wir damit wollen. So, setzen wir mal die Sache fort. Mal gucken, wo er gespeichert hat. Okay, er hat da gespeichert. Ja, sehr gut. Jetzt müssten wir ja noch... Die Waffe haben wir und die Lampe haben wir. Im Gepäck. Die ist bei 81%, also daran kann es nicht liegen. Und die ist ja auch sogar voll. Also, so, wartet. Jetzt funktioniert es wieder. Okay, es war irgendwas... tut mir leid, es war fast verbuggt. Aber so richtig schlimm verbuggt, ne? Mir ist aufgefallen beim Rendern. Kann hier irgendwas dazwischen liegen? Hier sind Bretter, ja. Kann man dazwischen fallen? Ach, guckt mal hier. Unsere. Ach Gott, das haben wir ja alt gerade. Oh, der ist hier trocknet. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wartet mal, wartet mal. Mach mal kurz. Ich versuche mal. Gut, es tut mir leid. Jetzt haben wir den halben Part damit verbracht. Komm, den Kuchen mache ich auch mal mit rein. Erstmal haben wir damit verbracht, dass was nicht funktioniert hat. Sehr gut. So, wir haben jetzt... Ach ja. Bogen und Nirvär. Da wir gerade mal nur einen Fall haben. Die Därme... Oh, guck mal, das ist alles... Uiuiuiui, sehr, sehr gut. Alles hier trocknet, das ist ein Traum. Kümmere ich mich dann im Hellen drum. Nee, kommt. Also ganz ehrlich, das hätten wir. Wir hätten diese Waffe da gesehen. Wir hätten diese Waffe da gesehen, weil ich da runter geguckt habe. Also entweder möchte mir Long Dark in ihr Fallen tun oder ich weiß auch nicht. So. So. Aber irgendwie, ich will irgendwie nicht das Lampenöl fürs Bücher... Lesen verschwenden, deswegen... Ja. Deswegen mache ich jetzt einfach nochmal den gleichen Trick. Und wir können 2 Stunden lesen oder forschen, besser gesagt. Oh Gott, bin... Das Spiel spiegelt gerade mich selbst wieder von der Durchheit her. Super, klasse. Am besten war im letzten Part die Sache mit den Bartflächen, war wirklich super. War super. Habe ich nicht mitbekommen. Manchmal ist man ein bisschen verpeilt und bemerkt das einfach überhaupt nicht. Es kam sogar noch ein Hotfix raus, weil beim Halloween-Event hat was nicht gestimmt mit dem Cabin Fever, mit dem Lagerkoller, den wir noch nie hatten. Und ich habe Angst davor, einen Lagerkoller zu bekommen. Ganz groß. Weil ich keine Ahnung habe, was wir da machen. Und guckt mal, auf einmal funktioniert es gleich. Und irgendwas war mit dem Parasiten, ne? Ich glaube, man hat den Lagerkoller und... 2 Stunden mehr brauche ich sowieso nicht mehr. Den Lagerkoller und die Parasiten aber gleich sogar weggemacht, weil da irgendwas sich hingehauen hat für das Event. Und ja, es wurde sehr unterschiedlich aufgenommen, das Halloween-Event. Ich fand das wirklich richtig, richtig cool. Eine Stunde noch. Ach kommt, wir machen mal, essen mal nur so viel, dass... Genau. Trinken.
Ich fand das irgendwie cool. Es war halt mal was anderes. Halt wirklich dieses nur im Dunkeln. Und dadurch, dass es ja nur dunkel ist, ist es auch mega kalt die ganze Zeit. Und ja, so ein paar Sachen, die die Dunkelheit mit sich bringt. Total cool. Andererseits konnte ich auch die Leute verstehen, die ein bisschen rumgemeckert haben, weil wenn man sich halt vorstellt, dass man sich aufs Wochenende freut, um so Long Dark zu spielen. I never thought I'd be dying from starvation. Okay, das hat leider gar nicht funktioniert. Das ist natürlich kacke. Ich esse jetzt die ganzen Cracker. Wir müssen uns irgendwas schießen. Auf jeden Fall müssen wir uns was schießen, dass wir nicht verhungern. So, eine Stunde 17 sollte ja reichen jetzt endlich mal fürs Buch. Ja, die Leute konnte ich verstehen, dass die da nicht spielen wollten, weil sie Angst um ihren Spielstand hatten. Ich habe es ja nicht anders gemacht. Ich habe ja extra einen neuen Spielstand angefangen, um dass wir... Guck mal! Hey, wir sind Feuer machen. Zwei Anfänger. Das ist ja ein Traum. Was können wir denn jetzt damit? Feuer machen. 55% Chance, Feuer zu entfachen. Das ist gut. Feuer brennt 10% länger. Psst, Anna. Du bist ja ziemlich gut im Feuer machen. Dein Feuer brennt schneller und länger. Das ist ein Traum. So. Sehr gut. Jetzt brutzelt hier das Feuer. Sie sind immer noch nicht müde. 3 Stunden Dunkelheit. Doch, ich glaube, also für 3 Stunden könnte es reichen. Wartet mal. Dann gehen wir hoch, schlafen, warten, bis es heller ist. Und dann gucke ich mal im großen Raumlager Dings da Bums, wo wir da hin können. Was ich übersehen habe. Die Sachen, ich muss dann, glaube ich, gucken, was wir hier mitmachen. Wir brauchen ja eigentlich, wir haben jetzt ja einen Bogen. Dann brauchen wir den ja eigentlich gar nicht mehr. Oder die Därme. Ich muss gleich mal gucken. So, oh, hier ist das Bett. Ich versuche es einfach mal mit 3 Stunden. Mal gucken, ob es geht. Und trink mal kurz Wasser. Ja, ja, oh, na, das sieht doch, es sieht doch schon mal viel, viel besser aus. So, sehr gut. 100%, wir haben Durst. Verdammt, wir hätten mal mit dem Feuer noch... Ja, gut, ich werde es nie lernen. So, strategisch in so Long Dark vorzugehen, ist nicht meins. Gar nicht. So, jetzt haben wir hier getrockneter Darm, getrockneter Darm. Das sind frische Därme. Hier ist eine getrocknete Rehhaut. Die ist noch frisch. Und die ganzen Schößlinge. Die noch nicht, die auch noch nicht. Wo packe ich denn das rein? Wo war denn hier der eine, der leer ist? Der ist leer. Da packe ich, glaube ich, mal dieses Zeug rein. Wir können uns damit eine Hasenfalle machen. Mit dem getrockneten Darm eine Hasenfalle. Wie viel braucht man dafür? Ich nehme einfach einen mit. Ich weiß gar nicht, was man noch dafür brauchte. Muss ich gleich noch gucken unten. Das haben wir jetzt erforscht, dieses Buch. Deswegen brauchen wir das nicht mehr, aber ich weiß, wir könnten das jetzt verbrennen. Wartet mal, aber ich möchte mal gerne... Kann ich... Geht das so? Das ist ja super. Oh, oh, Mann, ich drücke immer die falsche Maustaste. Ich bin mir immer nicht sicher. Ach, guck mal. Ach, es wird nicht schön. Super. Ja, ich weiß, da kommt wirklich Fallout durch. Fallout und Skyrim. Ja, gut. So, jetzt gehen wir runter. Ich möchte jetzt gucken, was wir da übersehen haben. Vorher könnte ich noch gucken, was wir für die Hasenfalle brauchen. Für die Hasenfalle... Ist es das? Schlinge? Einfache Schlinge, mit der man kleine Tiere fängt. Ja, wir haben, glaube ich, nur Hasen als... Damn it. I'm so hungry. Wir stellen einfach mal ganz schnell eine Hasenfalle her. Sehr gut. Ach, wir können... Let's go. Wenn wir 2 haben, haben wir 2. 2 Hasenfallen sind besser als keine Hasenfalle. Also, Schlingen, wie auch immer. Jetzt haben wir 2 Schlingen. Das ist sehr gut. Ich glaube, wie viel Altholz habe ich? Ich weiß, mein Inventar ist leicht gerade zu viel und so. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ein Altholz ist mir ein bisschen zu wenig. Und wir hängen fest. Und ich würde, glaube ich, gerne ein Feuerdings hier, einen Brandbeschleuniger mal aussortieren. Pff, oh Gott, ist die durcheinander, die Feuer. Es tut mir unendlich leid. Zeugt immer wieder von meiner Höchstprofessionalität, die ich überhaupt gar nicht habe. So. Stöckchen. Stöckchen haben wir auch ganz schön viele mit. So viel brauchen wir doch gar nicht. Wir brauchen nicht mal 34 Stöcker. Jetzt haben wir keinen Platz mehr hier drin. Das ist auch blöd.
Ich habe eigentlich Angst, dass die Sachen verschwinden, wenn die hier auf dem Boden liegen, aber noch ist ja alles gut. Aber so viel Stöckchen brauchen wir tatsächlich nicht. So, jetzt. Also das hier oben war falsch. Diese Röhre und da hoch war falsch. Aber hier ist doch... Wo gibt es denn hier noch eine Röhre? Da ist noch eine Röhre. Aber wie zum Henker soll ich nach hochkommen? Wartet, wartet, wartet. Was ist denn das hier? Mach mir mal Licht. Ah nee, das... Ach Gott, nee. Nicht so. Mhm. Ach so. Ach so. Gut. Gut. Okay. Okay. Okay, es wird gerade mega anstrengend. Ist doch nur eine Röhre klettern. Ach so. Oh. 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 Was ist denn das hier? Okay, eine kaputte Metall. Oh. Oh. Ich sehe da was, was ich unbedingt haben möchte. Okay, das ist ein Riegel. Oh, ich dachte, das. Oh, noch eine Brause. Sehr gut, sehr gut. Und. Ah, nee, das ist. Buch? Oh Gott, das sah gerade mega creepy aus. Gewehre für Fortgeschrittene? Ist sogar mein Handy. 25 Stunden! Okay, es ist dieses Heft. Das ist das Heft, was wir auch im Halloween... Oh. Im Halloween-Dings gefunden haben. Es sind, es gibt's tatsächlich. Okay, geil. Was? Oh Gott. Oh Gott, ja! Und noch mehr... Wie viel? 5 Patronen. Oh Gott, wir werden die da draußen so zerstören, die Wölfe. Geht's hier weiter noch? Nee, nee. Oh. Oh, oh nee. Ich will die nicht haben. Wie viel haben die noch? Ja, Gott, 97. 97-prozentige Sardinen nehme ich. Aber ansonsten. Und hier soll es ein Gewehr geben? Also bei mir ist da kein Gewehr. Was vielleicht daran liegt, dass bei mir das Gewehr unterm Bett war. Wo es. Hä? Ich verstehe die Sache immer noch nicht. Ich glaube, ich muss mir selber mal meine Parts angucken. Also ich bin mir sehr sicher, dass ich da geguckt habe. Also, jetzt mal ehrlich. So, sehr gut. Also hätten wir das auch. Jetzt kann ich wieder ausmachen. Jetzt muss ich mich sortieren. 12 Stunden Tageslicht. Wir haben wie immer Hunger. Wie immer haben wir Hunger. Und... Jetzt haben wir ein Gewehr. Wir werden jetzt auf jeden Fall... Wir müssen irgendwas machen. Ich würde gerne... Diese Hasenfallen waren auf der Insel, waren Hasen, ne? Vielleicht sollten wir da erstmal die Hasenfallen abstellen. Bücher. Ich nehme mal... Wo habe ich denn die Bücher? Ich kenne meine eigene Sortierart hier nicht mehr. Okay, waren Klamotten. Und hier waren so ein Fackelzeug. Aha, ja, gut. Hier... Okay, durchsucht. Okay, sind so Medizinsachen. Ich verstehe. Hier habe ich Essen. Ah, und Tees. Warum ich das extra gemacht habe, verstehe ich gerade nicht so recht. Aber gut. Dann. Unten haben wir keinen Platz mehr. Packe ich das halt hier rein. So, ein Buch können wir nämlich hier reinpacken. Und dann packen wir hier einfach die restlichen Hölzchen rein. 29. Wie viel braucht mir nochmal für die Hütte? 20? Komm, ich pack nochmal 5 um. Dann haben wir 4 für... Warte mal. So rum. Umlagern. Genau. So. Reicht. Streichhölzer und die Zunderbündel. Zunderbündel. So viele brauchen wir doch unterwegs auch nicht, oder? So. Das sollte doch passen. So, jetzt die Säge. Eine Axt haben wir immer noch nicht, ne? Nee, haben wir noch nicht. Der Bogen. Der Bogen. Hm. Ja, der Bogen. Also ich würde ja schon gern schießen mit dem Bogen. Was? Kaputte Metallleuchte? Die kann man auseinandernehmen? Was kriegt man da raus? Kann ich das mal anklicken? Metallschrott. Achso, nee, brauche ich nicht. Danke, danke. Aber gut zu wissen kann man. Oh, hier knarrt alles. Und das verwirrt mich. Ich glaube, ich packe den Bogen einfach mal mit hier rein. Hier den Bogen mit rein. Wir haben ja auch einen einzigen Pfeil. Also ich weiß nicht. Also ich will auf jeden Fall mit dem Bogen schießen. Wir haben nur, 15 Gewehrmunition. Von daher
können wir ja auch nicht ewig damit schießen. Den Schlafsack würde ich gerne mitnehmen. Den müssen wir vielleicht mal reparieren. Der Hammer. Brauchen wir einen Hammer unterwegs? Den brauchen wir doch eigentlich nur hier drinnen, oder? Oh Gott, auch auf die Gefahr, dass es falsch ist. Ich leg den erstmal hier rein. Die Säge. Ich weiß nicht, ob man damit... Also die Schößlinge kann man mit der Säge... Also ich weiß, es gab die Diskussion unter in den Kommentaren, dass es nicht möglich ist, mit der Säge die Schößlinge abzusägen. Aber das geht. Ich habe es ja gemacht, ne? Und ich habe keine Axt im Inventar. Hier ist noch eine Pfeilspitze, die packe ich mit hier rein. Die Brechstange nehme ich mit. Da ist auch noch ein Auto offen beim Leuchtturm. Da müssten wir nochmal hin. Das Nähset, ich behalte es erstmal. Okay, das nehme ich... Oh, die Pfirsiche würde ich gerne kochen eigentlich. Die Pfirsiche würde ich wirklich gern kochen. Und die Limo. Die Limo, die Limo und die Pfirsiche. Und die Pfirsiche und die Limo und die Sachen. Oh, Schmerzmittel. Die verfallen aber auch so unglaublich schnell. Mensch, Manometer. So viel kannst du dich ja nicht verletzen. Was ist denn hier drin, ne? Okay, okay, da pack ich das hier mit rein. So. Aufgepasst. So. Alle. Die nehme ich mit, weil die fast am Verfallen sind. So viele Verbände. Ne? Wir haben 4 davon und 5 davon. Eigentlich brauchen wir nicht mal 4 Stück. So. So ist gut. Da wir das haben, brauchen wir ja das nicht. Das war sehr klug, dieser Kommentar. Sehr gut. Ich werde jetzt nicht so drauf gekommen. Und dann haben wir noch Antibiotika, wo wir Tee mit haben. Ist aber auch nicht so schlimm. Passt schon. Das passt auch. Die Klamotten müssen... Oh, ja, wir haben ja Socken. Aber... Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, es ist schlau, die Sachen zu behalten noch und nicht alles kaputt zu machen. Wenn mal irgendwas kaputt geht, haben wir dann keine Socken mehr. Und so hätten wir jetzt Ersatzsocken. So, gut. Jetzt sind wir erstmal einigermaßen sortiert. Zwar... Ach ja, die Hefte. Ach, die Hefte muss ich doch eigentlich nicht mit mir rumschleppen, oder? Die brauche ich doch nicht. Obwohl, wenn wir irgendwo sind, wo wir lesen können, dann haben wir sie mit dabei, aber... Ach, je, das ist jetzt nicht so einfach. Das ist jetzt gerade nicht so einfach, aber wir schleppen mit den Heften ein Kilo mit uns rum. Entweder muss ich mir angewöhnen, wirklich nur hier zu lesen. Ich pack die jetzt einfach hier rein, so. Haben wir noch ein Kilo weniger, ist ein Kilo mehr, was wir mit uns rumschleppen können, was wir finden. Wir sind schon wieder am Verhungern, es ist Tageslicht und der Part ist schon längst zu Ende. Der ist schon fast eine halbe Stunde, was ist denn da los? Ach, Jemini, es tut mir leid. Ja, es, ich wollte, glaube ich, gerade einfach nur die Sache ausgleichen, dass am Anfang ist... Irgendwas war am Anfang falsch hier mit dem Spielstand, ich weiß es auch nicht. Gut. Ich versuche mich zu sortieren, besser zu sortieren im nächsten Part. Wir haben eine Waffe, also wir gehen jetzt auf jeden Fall raus, egal was wir draußen machen. Wir werden umschießen, hoffentlich. Und, nee, ich sollte das etwas geordneter machen. Und dann, ich würde, glaube ich, erst die Hasenfallen irgendwo hinsetzen. Ich weiß noch nicht, wo. Und, dann gucken wir mal. Und ja, ich bedanke mich. Es ist sehr kurios, dieser Part heute. Und der ist auch eine halbe Stunde lang, noch besser. Und, ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, im nächsten Part ist es etwas geordnet. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Eine Woche lang The Long Dark nicht aufzunehmen, merkt man. Das merkt man absolut. Ja, dann vielen Dank und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Tschüss.